Nicht mal mehr 24 Stunden und dann rollt am Dienstagabend der Ball auch für die DFB-Auswahl bei der Fußball-Europameisterschaft. Und gleich zum Auftakt geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw gegen Weltmeister Frankreich. Ich freue mich, dass ich mit meinem Kollegen Dirk Krampe vorausblicken kann auf den EM-Start der deutschen Mannschaft. Sag mal, Dirk, wie ist das bei dir persönlich und im Bekanntenkreis? Ist da überhaupt sowas wie WM-Fieber zu spüren vor dem Auftakt der deutschen Mannschaft? Sehr wenig, muss ich ehrlich sagen, bei mir persönlich, aber auch bei allen, mit denen ich so spreche. Das läuft sehr schleppend an. Vielleicht liegt es halt wirklich daran, dass die Deutschen ja sozusagen als letztes dann spielen. Der erste Spieltag wird dann nachher abgeschlossen. Und ja, vielleicht nimmt das ein bisschen Fahrt auf, wenn jetzt diese Partie natürlich näher rückt, weil Frankreich gegen Deutschland, das ist natürlich ein Klassiker. Das hat auch richtig was. Und ich glaube, ja, anders als bei manchen Weltmeisterschaften ist es dann tatsächlich so, da geht es gleich richtig zur Sache und geht es gleich richtig um was. Und von daher könnte es sein, dass natürlich dann so ein bisschen auch die Stimmung kommt. Hängt natürlich so ein bisschen auch vom Ausgang ab. Aber im Moment sind die Leute noch so ein bisschen verhalten, die ich so um mich herum habe. Und ja, so richtig Fieber ist noch nicht zu spüren. Das hat wahrscheinlich jetzt verschiedene Gründe. Corona wird vielleicht einer davon sein. Keine Ahnung, aber ich rechne eigentlich damit, dass es so ein bisschen aufflammen wird jetzt, wenn das Spiel dann eben tatsächlich näher rückt. Du warst ja im Vorfeld der EM beim Trainingslager der DFB-Auswahl in Seefeld, im österreichischen Tirol, dabei. Welchen Eindruck hast du da gewinnen können von der deutschen Mannschaft, auch von Joachim Löw? Ist das eher eine große Vorfreude oder eher eine große Anspannung? Damals war es tatsächlich Vorfreude. Ich habe auch ja, wirklich Lust auf dieses Turnier gespürt bei vielen Spielern, was so ein bisschen vielleicht auch verwundern mag, weil natürlich die Saison sehr lang war und anstrengend war. Aber ich glaube so, tatsächlich, dass glaube ich, die Mannschaft sich freut auf dieses Turnier. Und man hat so in den ersten Tagen vor allen Dingen auch gemerkt, dass es darum ging, zusammenzuwachsen, dass man als Team eben zusammenwächst. Das war, glaube ich, das große Manko vor 3 Jahren jetzt mittlerweile, als bei der WM in Russland ja alles daneben ging, was daneben gehen konnte. Und also da machte die Mannschaft einen sehr, sehr motivierten Eindruck und die Stimmung war gut. Und ja, es sind dann ja nach und nach auch alle Spieler noch dazugestoßen, die noch Champions-League-Finale gespielt haben und so weiter. Und da gab es ja dann auch noch ein bisschen was zu feiern, für die meisten jedenfalls. Und also die Vorfreude war schon groß, die Rückkehrer hatten gute Laune. Und ich glaube, die Mannschaft ist schon gewillt, da was zu bieten. Und sie ist auch natürlich in der Pflicht, logischerweise, denn die vergangenen Ergebnisse waren jetzt ja, durchweg nicht besonders berauschend. Es gab immer wieder unerklärliche Ergebnisse und Rückschläge. 1-2 in Nordmazedonien, 0-6 in Spanien. Das sind ja alles so Ergebnisse, die man eigentlich nicht kennt von so einer Mannschaft. Und von daher dann dazu natürlich das letzte Turnier von Joachim Löw. Also es gibt viele Spieler, die ihm auch viel zu verdanken haben und die, glaube ich, ihm auch nochmal was mit auf den Weg geben wollen. Möglichst einen Titel. Das ist natürlich schon sehr ambitioniert. Mal gucken, ob das funktionieren wird. Aber ich glaube eigentlich, dass man keinen Grund haben muss, zu sehr pessimistisch zu sein. Also die Gruppe ist schwierig, das ist auf jeden Fall so. Es hängt sehr, sehr viel, glaube ich, von dem ersten Spiel ab. Wenn man gegen Frankreich ein gutes Ergebnis erzielt, ich glaube, dann ist man drin im Turnier sofort und dann ist vielleicht auch einiges möglich. Aber du hast es schon angesprochen, Frankreich kommt natürlich mit einigen Topstars da nach München am Dienstagabend und hat auch zuletzt eine richtig gute Form bewiesen. Ist denn die französische Elf Favorit, weil sie der Weltmeister ist? Oder ist es das Spiel in München, der Heimvorteil und die deutsche Mannschaft ja immer gut in Turnieren, wenn wir mal die WM 2018 so ein bisschen ausklammern? Wer ist der Favorit am Dienstagabend? Ich glaube schon eher ein bisschen die Franzosen. Das muss man ganz klar sagen. Sie haben jetzt Benzema ja nochmal zurückgeholt. Und wenn man sich die Offensive dann anschaut, Griezmann, Benzema, Mbappé. Und dann hat man auf der Bank ja noch ein paar Leute, die man auch nachlegen kann. Das ist insgesamt schon, ja, das ganze Gefüge ist schon sehr harmonisch und aufeinander eingespielt. Da ist auch viel Erfahrung schon dabei. Und eben natürlich, die sind Weltmeister aktuell. Und ich glaube schon, dass sie tatsächlich leichte Favoritenrolle haben. Heimvorteil weiß ich nicht. So ganz viele Zuschauer dürfen ja leider nicht rein. Von daher muss man mal sehen. Und man muss auch mal gucken, wie Deutschland mit dem Druck klarkommt. Man weiß, dass man dieses Spiel eigentlich nicht verlieren darf. Und ich glaube, dafür ist es ganz gut, dass man nochmal 2 Routiniers zurückgeholt hat in Thomas Müller und Mats Hummels. Und diese Mannschaft braucht so ein bisschen Führung und Halt. Und das sind 2 Spieler, die das geben können und gewährleisten können. Und ich glaube, man muss sich nicht verstecken, aber vielleicht liegt einem der Mannschaft ja sogar diese Außenseiterrolle ein bisschen. Ich denke schon, dass die Franzosen auf jeden Fall leicht favorisiert sind.
Ja, den einen Dortmunder Borussen hast du schon angesprochen, Mats Hummels. Er ist einer der beiden, wie du gesagt hast, prominenten Rückkehrer in die DFB-11. Und dann gibt es noch den anderen Dortmunder Borussen, Emre Can. Schätze mal einmal die Perspektiven der beiden Dortmunder ein für die anstehende EM. Ja, Mats Hummels ist Stammspieler, er wird Abwehrchef sein und wird spielen, solange er keine groben Fehler macht, so würde ich es mal bezeichnen. Also so einen Spieler holt man dann ja auch nicht zurück, wenn man nicht fest mit ihm plant und ihn als Führungsspieler eben auch sieht. Und von daher ist, glaube ich, seine Position klar definiert. Bei Emre Can ist es im Moment so, dass er ja aus der zweiten Reihe versuchen muss, seine Chance, wenn sie denn mal kommen sollte, zu nutzen. Er sitzt auf der Bank. Konkurrenz ist riesengroß, da gerade im defensiven Mittelfeld und auch in der Abwehr, wo er eingesetzt werden könnte. Vielleicht tut sich mal eine Lücke auf der rechten Seite auf. Das hat er ja in Dortmund auch ein paar Mal gespielt. Mal gucken, wie Joachim Löw dann auch reagieren wird auf Spielverläufe. Aber er muss, glaube ich, einfach auch Geduld bewahren und muss auf seine Chance hoffen. Momentan sind andere vor ihm und das ist jetzt so erstmal der aktuelle Stand. Das erste Spiel gegen Frankreich natürlich ganz, ganz wichtig, um in die EM reinzukommen und nicht sofort der Musik in dieser schweren Gruppe F hinterherzulaufen. Für wie groß hältst du denn die Gefahr, dass das DFB-Team womöglich schon nach der Gruppenphase die Koffer packen muss bei der Europameisterschaft? Da glaube ich persönlich ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube, dass die Mannschaft stabil und auch stark genug ist, um auch in dieser Gruppe sich durchzusetzen. Ob das zum Gruppensieg langt, ist jetzt eine andere Geschichte. Sogar als Gruppendritter hat man ja auf verschiedenen Wegen ja noch eine Chance. Also ich denke schon, dass natürlich die Ungarn, auch wenn sie ja sehr respektiert werden von den vielen, weil sie, glaube ich, eine aufstrebende Nation gerade sind, ein paar ganz gute Talente auch haben, dass die Ungarn natürlich die Mannschaft sind, die dann in dieser Gruppe geschlagen werden muss, auch von Deutschland. Aber ich glaube, dass man auf, denke ich mal, ungefähr einer Höhe mit Portugal sein sollte. Und ja, Frankreich, habe ich eben gesagt, ist leichter Favorit, muss man mal gucken. Aber auch das Spiel ist auf keinen Fall verloren. Deutschland ist eine Turniermannschaft, sie haben sich immer reingebissen in solche Turniere, außer jetzt bei der letzten Weltmeisterschaft. Von daher, ich bin ganz optimistisch, dass es auf jeden Fall für die K.O.-Runde reicht. Und dann ist Tagesform natürlich ein entscheidender Faktor und auch manchmal ein bisschen Glück, das muss man mal gucken. Okay, also Tagesform, Glück und Deutschland ist eine Turniermannschaft. Dienstagabend um kurz vor 23 Uhr. Was steht denn da auf der Anzeigentafel, Dirk, in der Münchner Allianz Arena? Welches Ergebnis? Dein Ich Tipp. glaube, ein 2 zu 2. Danke für deine Einschätzung. So kurz vorm EM-Start für die deutsche Mannschaft. Vielen Dank, Dirk Krampe. Gerne.